Moin Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, hier wieder zusammen mit dem Nordic in Guten der Tag. Basis. Hallo. Ich habe jetzt mal ein bisschen Frischfleisch aufgesetzt. Hier, da laufen gerade 40 Stück. Da ist auch wieder ein bisschen was drin. Speck mit Eiern, wenn du magst, kannst du zugreifen. Oh ja, das ist gut. Hier oben ist auch wieder ein bisschen mehr Platz jetzt. Ich muss dringend fressen. Da muss man mal schauen. Ich könnte die mal gerade stacken. Wir haben ja Wasser sowieso hier um die Ecke. Ja. Das mal schnell und dann würde ich gleich mal ein bisschen auf Tour gehen. Ja, ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Ich würde am liebsten anfangen zu bauen. Aber dafür muss ich erstmal wissen, wo wir bauen, was wir bauen. Achso, wobei, dann können wir das ja direkt damit verbinden. Wir machen eine kleine Tour und schauen währenddessen, wo wir bauen. Dann würde ich aber Richtung Südwesten fahren. Müssen wir mal gucken. Also laut Karte haben wir da ein paar Flächen, wo man bauen könnte. Ja, Fakt ist ja auch, oder die Frage ist ja auch, was wir bauen. Gar nicht mal so sehr wo, sondern wie und was wir bauen. Das ist ja eigentlich da wollten so das Ding. Da wollten wir uns ja jetzt noch ein bisschen drüber unterhalten. Aber ich fahre erstmal hinterher, weil ich nicht weiß, wo du hin willst. Achso, ich weiß auch nicht. Ich wäre einfach mal da so runtergefahren und hätte geguckt, wo haben wir denn Freifläche. Also ich hätte sogar zwei Vorschläge. Ich hatte ja einmal das vorgeschlagen, wir bauen dieses Loch, wo die Zombies reinspringen und wir haben dieses Gitterkonstrukt oben drüber. Ich weiß nicht, ob du dich noch ganz dran erinnern kannst, wo die Zombies halt unter so Schwebeplatten durchspringen. Und was ich in einem Spielstand angefangen hatte, wo ich einem Arbeitskollegen gezeigt habe, wie das Spiel läuft. Wir haben uns quasi, du kennst ja diese Maisfelder, die vier Felder quasi haben, vier Einzelfelder mit einer Kreuzung in der Mitte. Ja. Und da haben wir dann einen Turm gebaut. Mhm. Der war, ich glaube, die Wände waren 2x2 oder so breit dann. Und haben da halt ganz viele Spikes drum gemacht und haben dann oben quasi wie so ein Gefängnisturm drauf gemacht. Dass wir da in den Boden schießen können und gleichzeitig wenig Verteidigung brauchen. Weil die halt eben, weil du ganz viele Spikes eben rumbauen kannst. Wobei ich aber das erste sogar noch besser fände, auf Dauer wahrscheinlich. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Achso, hier, okay. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich sehe aber, oder? Größer. Hier da hinten noch eine Fläche, die mir auch ganz gut gefällt. Weil da hätten wir sogar noch ein bisschen mehr Platz. Moment, lass mal gerade da hinfahren. Ja gut, so groß würde ich eigentlich gar nicht bauen. Also nee, nur Platz eben, falls wir mal mehr Verteidigung bräuchten. Dass wir da nicht terraformen müssen, wenn wir da irgendwie... Ja gut, das stimmt. Deswegen würde ich mal gerade darüber fahren. Das ist ja nicht so weit. Uiuiui. Okay. Oh, Moment. Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Achso, du meinst auf dem Berg drauf, oder was? Nee, diese daneben. Plattform? Daneben tatsächlich. Wenn ich das richtig sehe. Da führt nämlich eine Straße hin. Das dürfte nicht mehr so weit sein. Ja, ich glaube, wir reden von derselben, glaube ich. Wir müssen uns übrigens gleich mal kurz anfreunden, weil sonst sehe ich dich nämlich nicht. Ach ja. So. Zumindest nicht auf dem Radar. So. Stimmt, das hatten wir jetzt eine ganze Folge nicht. Ja. Ein neuer Rekord. So, ich habe schon mal zwei Eier gefunden, das ist schon mal gut. Ja, das sieht aus, als wäre es hier oben. Ja, meine ich, genau die Fläche meinte ich. So ein bisschen Plateau. Uiuiui, komm hoch. Ja, du schaffst es. So viel habe ich auch nicht gegessen. Oh ja, das sieht sehr gut aus sogar, würde ich sagen. Meinst du, da wo der Baum ist, so bummelig? Ja, hier das so, genau, in die Mitte am besten. Mhm. Kann ja schon mal anfangen, die Bäume hier zu entfernen. Ja. Oh, dann können wir ja gucken, was wir genau machen. Echt? Ah ja, ich sehe es. Einen Einserbaum hatte ich noch. Wo sind denn hier Einserbäume? Was ist denn hier los? Frechheit! Machen wir den ganz großen hier weg, dann nehmen wir uns das Sonnenlicht. Oh, nicht genügend Ausdauer. Ah.
Also ich wäre auch für einen zentralen Turm. Das auf jeden Fall. Aber wie ich schon sagte, das, was ich eben halt besonders gut finde, ist, wenn man einen zentralen Korridor hat, wo alle Zombies durchlaufen, egal ob sie nun aus welcher Himmelsrichtung sie auch mal kommen, weil das hat eben halt eben den Vorteil, dass du nicht groß gucken musst. Sie kommen dir immer entgegen. Dann kann man sie vielleicht nach unten fallen lassen, wo sie sich halt ein bisschen wehtun und dann kommen sie vielleicht wieder zurück oder so. Ja. Also das finde ich schon ganz cool eigentlich. Aber einen zentralen Turm, ja, würde ich auf jeden Fall machen, ja. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie ein bisschen verbinden. So, dass die Bäume wieder im Boden versinken. Ja, das war bei mir gerade auch. Wie so ein Haus, was gesprengt wurde. Vielleicht kann man da ja irgendwie so eine Verbindung machen, dass man beides mischt. Ja, das ist natürlich. Kommt mir sogar gerade ganz gut die Idee, dass wir dann so einen Turm haben. Davor bauen wir so einen Korridor, wo wir wissen, da kommen die Zombies jetzt alle rein. Dann haben wir da ganz viele Spikes. Aber irgendwie so eine Schwachstelle, dass sie da angelockt werden. Und können dann gleichzeitig aber auch in diesen Korridor reinschießen, von oben oder so. Ja, oder meinetwegen auch ebenerdig. Also, das kann man ja auch machen. Ja, oder so, theoretisch genau. Kannst du es auch ebenerdig bauen. Du musst nur drumherum halt einen fetten Graben ziehen. Genau. Damit du halt keine Angriffsfläche hast. Das ist eben das ist das Wichtigste. Das heißt, auf jeden Fall brauchen wir ein Loch. Auf jeden Fall brauchen wir, na gut, in der Mitte brauchen wir da, wo wir nachher letztendlich draufstehen. Da brauchst du im Endeffekt ja nur, ja, da brauchst du ja nur eine Ebene. So, und dann brauchst du eben halt eine fette Brücke. Jawohl, man könnte natürlich, na, das ist auch blöd. Naja. So. Mal gucken, von wo sie denn am besten reinlaufen. Also die Mitte ist ja von der Fläche eher hier so. Grob die Mitte. Etwa hier. Also hier ist circa die Mitte, wenn man jetzt mal so grob, dann hat man zu allen Seiten eigentlich am meisten Platz. Ja. Jetzt habe ich natürlich keine Schaufel mit. Ups. Schaufel? Wolltest du hier direkt einen Kram machen? Ja, oder ich habe ja natürlich auch ein paar Frames dabei. Mal kurz gucken. Ah, jetzt geht's wieder. Frage ist, wie viel Platz brauchen wir? Also ich würde das erstmal vielleicht grob abstecken, dass man erstmal weiß, wo man überhaupt buddelt, wo man halt anfängt. Ja. Wie viel Platz brauchen wir? Ich meine, so viel Platz brauchen wir nicht, weil es ist ja eigentlich nur eine Hordenbasis. Genau, also. Aber quadratisch auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. So, sagen wir mal. Huch, wollte ich nicht. Das sind jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Zack, so reicht das eigentlich an. Das ist auch ein bisschen eng. Naja, ist ein bisschen eng. Ja, ich würde es ein bisschen größer machen. Vielleicht nochmal 2 drauf. Ja, auch. Wie viel waren das jetzt insgesamt? 3, 6, 7. 3, 5, so. Auch noch ein bisschen wenig. Ich glaube, ich würde 9x9 machen. Okay. Lass das mal probieren. 3, 6, 7, also 2 nochmal ran. Ups. So, da noch. War ja auch nicht zu groß. Genau. So. Ja, da kann man doch schon mal ein bisschen was machen. Das ist doch schon okay. So, das ist jetzt also die, da wo wir letztendlich drin stehen werden. So. Mhm. Dann würde ich einen Graben ziehen. Man kann das ja so machen, dass man eine Seite, dass man die tatsächlich reinlaufen lässt. Überlege ich gerade mal. Frage ist, ob wir die da längs laufen lassen. Wir kommen, haben unsere Basis. Ist ja auch die Frage, bleiben wir denn in unserer Basis da oben? Auf jeden Fall, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall. Das hier ist nur für die Hordennächte, würde ich sagen. Okay. Dann würde ich nochmal sagen, da könnte man sonst hier hinten,
könnte man eine Klappbrücke zum Beispiel hinbauen. Ja. Theoretisch. Ich mache jetzt einfach nur so ganz prophylaktisch, so hier eine Dreierbrücke jetzt hin, dass wir hier rüberkommen. Entweder eine doppelte Brücke, dass wir von beiden Seiten raufkommen, oder eine einfache Brücke, das müsste eigentlich auch reichen. Mhm. Und ein Graben. Richtig fetten, vielleicht, großen Graben. Vielleicht verbinden wir das eben. Wir können es erstmal abstecken und dann schauen wir mal, was wir da noch hinbauen. Es würde auf jeden Fall Geschwindigkeit auch beim Bauen hinzufügen, wenn wir jetzt einfach ein komplettes Loch drunter ziehen und eben wirklich diese Schwebebasis bauen. Die Brücke können wir ja immer noch mit verbinden. Achso, du meinst jetzt, ja gut, das kann man natürlich machen. Das kann man ja natürlich durchaus kombinieren. Also, damit wir auf einem Level sind. Du würdest also da, sagen wir mal, das ist jetzt die Außenwand. Das ist jetzt, das ist die Bodenplatte, die letzte Bodenplatte. Das Moment. Ist ja alles graben. Na, also so, das, so sieht das am Ende aus, guck. Ja, das kenne ich. Genau, und dann springt ihr da rein. Das könnte man hier vielleicht dann machen, dass wir hier diese Platten haben. Und was hast du dann hier nachher als Gegenplatte für die Hauptbasis? Wie als Gegenplatte? Naja, ich sag mal, wenn du jetzt ein riesen fettes Loch baust, also dann soll die Basis dann ja auf irgendwas schweben. Das Loch ist dann im Endeffekt hier. Also ja, da, wo richtig. Wir drauf stehen, ist das Loch, dann machen wir hier Gitter drauf. Unter uns haben wir das Loch. Und die Zombies, also hier ist das ja dann eben so hoch. Die Zombies springen ja dann hier rein, landen im Loch und wir können dann eben von oben schießen. Und gleichzeitig können wir hier diese Brücke machen, dass sie eben an einer Stelle in das Loch springen. Naja gut, die werden ja, wenn wir hier mit dem Graben anfangen, also wir würden ja hier mit dem Graben anfangen. Achso, ja. Okay. Das heißt hier, und das wäre im Prinzip die Wand, wenn du sofort, also du musst dir vorstellen, hier fängt das Loch an und hier, ja, wo die Holzblöcke sind, geht das immer einmal ganz bis nach unten. Ja. Dann hättest du bis hier graben, also jetzt mal abgesehen, wie was wir jetzt hier runterbauen, dass das hier alles wirklich ein richtig fetter Graben ist. Mhm. Wenn hier eine Brücke rüber, wo die zwingend rüberlaufen müssen, weil das die einzige Verbindung ist, wo sie zu uns rüberkommen könnten. Ja. Und auf der anderen Seite hast du ja den Graben auch, nur dass wir da eben noch eine Brücke haben, wo wir vielleicht nochmal selber raus können, die wir vielleicht nochmal hochlassen können, die Brücke. Dass wir selber hier auch noch rauskommen aus dem Laden. Ja. Man könnte natürlich komplett einmal aushöhlen, das Ganze. Also auch da, wo jetzt die Basis hier ist, dass das komplett einmal Loch ist. Aber Frage ist dann eben, wo wir das hier zum Schweben kriegen. Genau, richtig. Das ist ja dann zu viel, weil dann ist das ein riesiges Loch und die Stabilität hält nicht an. Richtig. Und wenn dann auch ein Block fehlt, dann stürzt wahrscheinlich das ganze Ding ein. Ja, richtig. Das ist nämlich der Punkt. Was man höchstens machen könnte, wäre so eine Art Sockel. Sockel? Dass man, nimm mal an, das wäre jetzt alles, na gut, das ist eine Etage tiefer, also das wäre jetzt alles ebenerdig. Ja. Dann ist quasi hier, schwebt unsere Basis, darunter haben wir dann zwei Block tief, haben wir dann hier den Abstand. Mhm. Und dann fangen wir unten an mit einem Betonblock, mit so einem Betonsockel oder was. Könnte man ja auch zum Beispiel machen. Ja, du weißt, ja, es ist schwer zu erklären. Das ist, warte, ich habe eine Idee, warte. Meinst du vielleicht, das ist jetzt einfach mal ein kleines Modell davon, ja? Hier oben, das ist unsere Schwebebasis, das ist in alle Richtungen so, ja? Mhm. Und in der Mitte geht dann hier so ein T-Stück hoch. Meinst du das so? Und hier ist dann der Graben. Im Prinzip würde es da folgendermaßen aussehen. Wenn man das jetzt in ganz klein macht, warte mal, hab ich eigentlich auch Holz dabei? Wie heißen die Dinger? Wie heißen die Blöcke hier? Jetzt habe ich es auch. Platte? Platte? Einfach Holzplatte, genau. Einfach nur Holzplatte. Okay, dann mache ich davon mal zwei Stück. So, zack, zack. Also das ist jetzt wie jetzt nur der Kern, ne? Also nur das hier. Mhm. Und dann würde man das eigentlich so bauen. Das wäre jetzt die Platte beim auf dem Boden beispielsweise. Ja. Das wäre dann die Fundamentplatte. Ah, hier kann ich natürlich nicht hochspringen an der Seite. Es funktioniert so nicht. Aber im Prinzip kann man sich das vorstellen. Das wäre halt der Grundsockel. Dann käme hier die Platte. Dann käme diese Gegenplatte sozusagen. Und da drauf ist dann das hier oben. Also das hier. Weißt du, was ich meine? Dass du das so hast, war schon eine schwebende Basis. Aber die Basis würde dann eben halt zwei Block hoch dann eben halt schweben. Könnte man zum Beispiel machen. Dann hast du das zwar schwebend, die können dich auch nie direkt angreifen.
Die könnten höchstens hier hinspringen. Das ist das Einzige, was sie machen können. Aber dann ist quasi, ist dann, wie du das jetzt meinst, ist das dann quasi so ein Turm im Loch? Ja, ja, im Prinzip genau. Gut, dann haben wir aber das, dann hätten wir aber da das Problem, dass sie das halt unten wegschlagen könnten, ne? Naja, gut, dann müssten sie aber das hier alles, wenn du jetzt davon ausgehst, dass das ein Turm ist hier, dann müssten sie jeden einzelnen Block hier wegschlagen, bevor die den Turm zum Einsturz bringen. Ja gut, das stimmt auch wieder. Also da können sie, was weiß ich, da können ja, keine Ahnung, 10, 20 Blöcke ja meinetwegen wegschlagen. Und das werden sie ja nicht tun. Warum werden sie es nicht tun? Weil sie ja eigentlich uns gar nicht erreichen können. Die würden ja erstmal wieder versuchen, hier wieder hochzukommen. Man kann ja zum Beispiel Leitern bauen. Ja. An dieser Stelle, an dieser Seite von der Wand könnte man ja Leitern bauen, wo sie hochkraxeln. Ja. Bis sie wieder hier oben ankommen, dann versuchen sie halt wieder über diesen Steg hier wieder zu uns rüberzukommen, werden dann wieder runterfallen. Dann landen sie wieder unten auf dem Bedrock, klettern wieder nach oben. Weil das ist ja der einzige Weg, wo sie uns erreichen können. Ja. Theoretisch. Ja, wir können es ja mal so probieren. Wenn es schief geht, dann bauen wir eine neue. Ja, naja. Gut, auch mal abgesehen von dem Material, was wir dann verloren haben. Ja, ja, klar. Das Einzige, was wir machen können, und das würde ich dann auch so tun, dass man vielleicht hier in der Mitte, dass man das nicht komplett massiv baut, sondern dass man in der Mitte vielleicht so einen Wendelgang vielleicht so macht. Nach ganz unten, dass man vielleicht zum Looten noch nach unten gehen kann. Oder dass man die Möglichkeit hatte zu reparieren, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Zum Beispiel. Gut, da wäre aber das Problem, wenn die dann an einer Stelle durchkommen und ja, stimmt, Zugriff dann zu dem Gang haben. Genau. Das wäre das Problem. Ja, stimmt. Ich versuche dann immer, dann versuchen sie wahrscheinlich unten reinzukommen. Ja, das ist richtig. Dann haben sie ja keinen Ansporn mehr hochzukraxeln. Genau. Ja gut, ist dann eigentlich auch egal. Dann machen wir das halt mit den Leitern. Können wir es sonst mit den Leitern trotzdem so machen und da können wir ja selber runterkraxeln. Genau. Das könnte ja, man ja so machen. Müssen wir nur dann so bauen, dass wir dann selber nicht abstürzen. Ja, aber den Loot, den die meistens dabei haben, der ist ja eh nicht so krass. Also meiner Erfahrung nach zumindest. Nee. Deswegen wäre das jetzt auch nicht so schlimm. Es ist halt nur die Frage, ne? Dann wollen wir jetzt das Loch hier bauen. Sollen wir dann das ganze Loch, also so mache ich es meistens, wenn ich solche Sachen mache. Wollen wir dann das Ganze quasi ausschneiden und einmal unten unterhöhlen, dass alles zusammenfällt direkt. Würde ich so machen, ja. Genau, dann würde ich sagen, machen wir das so. Kontrollierter Einsturz, ja. Genau, richtig. Ja. Dann Spatenstich. Ja, da muss man erstmal eine bauen. Aber hattest du nicht den höchsten Level bei Tools? Genau. Da musst du mir sonst eine Schaufel, dann habe ich gleich eine. Genau, da habe ich eine angesetzt. Die läuft. Ich weiß allerdings nicht, ob das war jetzt nur pauschal gesetzt, ne? Danke. Ja. Also den richtigen Abstand müssen wir dann mal gucken. Achso, Ob wir das dann tatsächlich so machen wollen, weil das ist eigentlich schon fast ein bisschen wenig. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei 4 kannst du auch mal schnell, Entschuldigung, Spiders haben. Dann machen wir 5 oder mehr? Ja. Ich muss mal eben kurz ein paar Blöcke noch machen. Wenn man noch vielleicht das eine oder andere abstecken kann. Oh, zack, zack. So, wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das ist tatsächlich auch schon 5. Achso. Hm. Ja, was machen wir hier denn noch, oder? Bitte? Was machen wir hier denn noch mit, oder? Dass wir 6 und dann, dass das der erste Block ist, also der Wandblock ist. Genau. Könnte man machen. Können wir das Loch hier nämlich weitermachen? Okay. Dann mache ich schon ein bisschen Licht an. So, dann fange ich mal hier an zu buddeln. Dann kann man zumindest. Ich mache erstmal nur den äußeren Rand, dass wir grob wissen, wie groß die Basis nachher werden soll. Ach so, okay. Und dann würde ich nämlich gleich. Habe ich denn eine. Ich habe gar keine Steinachse. Ah, ich muss. Kannst du mir nochmal eine Steinachse machen, bitte? Ja. Ja, ich würde sagen, wir haben ja im Endeffekt eh das Loch, da können wir ja gucken. Wir wussten ja dann, das war 9x9. Dann gehen wir einfach in die Mitte. Oder was hast du jetzt hier genau vor? Irgendwie hängt hier gerade der Controller. Nee, ich wollte eigentlich jetzt hier schon das Fundament schon mal so einigermaßen vorbereiten, dass man sieht, wo man da hingeht. Achso, ja gut, aber wenn wir das hier einschätzen lassen, dann ist das ja wieder weg. Ja gut, wenn wir es einmal komplett einstürzen lassen, ja. Ja, so würde ich es halt machen. Weil wir haben ja im Endeffekt dann das Loch von... ja, stimmt natürlich. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist.
Genau, dann können wir da nämlich direkt alles einstürzen lassen und legen dann einfach von unten los. Mhm. Gut, dann machen wir das halt anders. So, das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber da haben wir jetzt in der Nacht auf jeden Fall genug Zeit, ne? Ja. Da haben wir genug Zeit also für. Also 6 Blöcke frei und dann der 7. Block ist dann Außenwand. Genau. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist die Außenwand. Gut. Da können wir da wenigstens schon mal Holzframes drumherum setzen. Ja. So. Huch. Irgendwo hängt hier gerade die Steuerung bei mir. So merke ich. So. Ich bin mal gespannt, wo wir dann am nächsten Morgen sind, was die Arbeit hier betrifft. Das ist jetzt ach, aber verdammt. Schon. Ich hab zu weit, ja. Ich sehe es gerade. Nein, nein, das kannst du ruhig so lassen. Hätten wir so oder so buddeln müssen. Das ist eben so. Halt. Das ist ja quasi die Außenwand. Das ist ja die Bodenplatte. Das ist ja der letzte Absprung von den Zombies hier. Genau, das ist schon ja. Ach, so. Deswegen hier. Da habe ich mich vertan. Hab mir gerade schon gedacht, wieso brauche ich denn so viele Schläge? Da hast du schon Außenhänge. Mal. Ja. Jo, alles klar. Dann haut das ja hin. Das Gute ist, hier kriegen wir ja schon mal eine ganze Menge an Leben dazu. 6, 7, ja. Muss ich jetzt noch ein? Das ist immer ein bisschen schwierig. Ah ja. So. Ziehe ich hier schon mal den ersten Graben rum, dann wissen wir, wo da müssen wir einfach noch tiefer und dann läuft das schon. Ja. Aber wie gesagt, das ist hier die äußerste Kante. Ja. So, gut, dann bin ich mal gespannt. Aber ich würde sagen, wir sind hier dann damit am Ende einer Folge, nach dieser Planungsfolge. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich dann werden wir unsere Pläne noch 30 Mal umändern in der Zwischenzeit. Ja, das kann durchaus sein. Aber das Loch brauchen wir auf jeden Fall. Ja, stimmt. Sonst also müssen wir es halt erweitern, wenn das nicht passt. Genau. Also zumindest für das, was wir hier geplant hatten. Na gut, ja. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir würden uns freuen, wenn ihr auch hier beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Genau. Bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.